Ja, bei uns ist heute ein leidenschaftlicher Unternehmer, auch kreativer Unternehmer und du bist da ein leidenschaftlicher Jäger, muss man sagen, zu Gast. Markus Meindl von Meindl Bekleidung. Hallo Markus, schön, dass du heute bei uns bist im Podcast-Studio. Du führst dein Unternehmen jetzt schon in der 11. Generation und ich möchte fast sagen, die nächste Generation ist schon sanft im Anmarsch, wenn man darüber nachdenkt, dass du schon im 14. Lebensjahr begonnen hast, immer wieder regelmäßig im Betrieb zu arbeiten. Richtig? Danke, Martina, für die Einladung. Ist meine Ehre, hier zu sein, gell? Mit drei so fashion Mädels im Studio. Freut uns besonders. Na, also für mich eine große Ehre, auch das Thema 11. Generation zu sein und klar, es ist eine Herausforderung und momentan sicherlich nicht die einfachste Zeit dafür, aber auch die Zeit mit, glaube ich, sehr großen Möglichkeiten und Chancen, die gerade in der Problematik dieser Veränderung in unserer Zeit auch sehr positiv umgesetzt werden kann. Nicht? Und natürlich, klar, die nächste Generation ist schon in den Startlöchern, sage ich jetzt einmal. Nicht? Sie tut zwar noch ein bisschen im Sandkasten buddeln, aber im Großen und Ganzen sieht man schon, dass sie schon Interesse für das haben und ja, wenn man es da richtig führt und die richtigen Werte vermittelt, kann ich mir schon vorstellen, dass auch die 12. Generation das Thema weiter bespielen kann. War es für dich immer klar, dass du in den Familienbetrieb einsteigst oder hast du mal überlegt, dich in eine ganz andere Richtung zu entwickeln? Es war eigentlich schon immer klar, aber es hat natürlich schon ein paar Sachen gegeben, die sehr spannend gewesen waren. Nicht? Also ich bin mir relativ sicher, dass ja, das ist etwas, wenn ich jetzt auf der großen, weiten Welt länger unterwegs gewesen war, sicher interessante Sachen gegeben hätte, die mich auch gefesselt hätten und ja, so die eine oder andere Chance, dann dort zu bleiben, war natürlich auch spannend gewesen, keine Frage. Aber es war schon der Drang, das Thema weiterzuführen, auch der Spaß daran, die Dinge zu machen, entwickeln zu können, dein eigenes Unternehmen irgendwann einmal führen zu dürfen, war dann schon der überwiegende Teil und hat eigentlich dann auch dazu geführt, dass ich mich sehr frühzeitig für den Weg zu Hause entschieden habe. Ja. Ich glaube, du hast ja von Beginn an einige Freiheiten auch gehabt. Du hast mit 16 schon was entworfen, wenn ich richtig informiert bin. Ja, es war schon ein bisschen eher. Also Du hast in deinem Einleitungstext gesagt, mit 14. Ja, mit 14 habe ich schon die ersten Sachen selbst genäht, entworfen. Ja. Bin mit 8 Jahren schon in der Näherei gestanden und habe mir so praktische Dinge einfach selber gemacht, der Federmapperl, also die ersten Taschen und so weiter. Hab die dann auch schon verkauft, so das eine oder andere. Und so habe ich mir halt auch so das eine oder andere kleine Taschengeld dazu verdient und den Spaß an der Arbeit und auch an dem, ja, Produkte zu entwickeln, zu erschaffen, gefunden. Und das hat mich eigentlich immer noch, bis heute fasziniert mich das immer noch, jedes Mal in der Entwicklungszeit die neuen Dinge dann entstehen zu sehen, selber daran teilzunehmen und ja, mit seinen Ideen dann auch Leute begeistern zu können. Wenn man Meindl-Bekleidung denkt, dann fällt den meisten wahrscheinlich zuallererst die Lederhose ein. Du hast einmal zu mir gesagt, für dich ist die Lederhose ein Kulturgut. Was meinst du genau damit? Naja, es ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer alpinen Kultur und ich sage jetzt mal, auch durch Zutun unseres Unternehmens und durch unsere Liebe zu diesem Produkt hat sie es geschafft, heute auch in der modernen Zeit ein Bestandteil der Jugendkultur zu werden. Somit ist es eines der wenigen Produkte aus unserer Tradition oder aus der Geschichte raus, die es wirklich auf die Straße in der heutigen Zeit geschafft haben. Und somit ist es für mich ein modernes Kulturgut und das verdient es auch weiterhin gepflegt zu werden. Nicht? Und dadurch, glaube ich, bleibt auch immer sehr, sehr viel unserer ursprünglichen Kultur, unseres Lebensstils erhalten. Nicht? Und wenn man halt schaut, die Lederhose nimmt man als Symbol her für diese Zeit. Wir sehnen uns ja sehr, sehr viel in der heutigen Gesellschaft nach dieser Zeit, nach diesen Werten, gesundes Essen. Also wissen, woher kommt das Essen, welche Tiere isst man, wie haben die Tiere gelebt, wie wurden die gehalten, welches Obst isst man, ist das gespritzt oder ist das wirklich auf biologische Art und Weise gezüchtet worden. Und somit ist, glaube ich, die Lederhose und auch das Dirndl zu einem gewissen Punkt ein Symbol für eine gesunde Lebensweise.
Die Lederhose ist auch, also was man so beobachtet, du hast das selber gesagt, die Lederhose findet immer mehr den Weg auf die Straße. Also das heißt, gerade dieses Kleidungsstück geht eigentlich mehr weg von diesen anlassbezogenen Veranstaltungen, wo man es trägt, fast wie eine Verkleidung, sondern ist wirklich mittlerweile mehr und mehr integriert in den Alltag, kommt mir vor. Ja, das ist eben durch die Jugendkultur und durch ein sage ich, modernes Marketing ist das passiert, weg von diesem Karnevalsgedanken, dass man das nur auf irgendwelchen verkleideten Oktoberfesten oder so tragen kann, sondern wirklich als cooles Objekt für die Straße, for everyday, wenn du halt gewisse Leidenschaft dafür hast. Nicht? Und du kannst das ganz unkompliziert kombinieren, wenn du willst, mit einem lässigen Sneaker, T-Shirt dazu, oder wenn du im Herbst rein einmal einen schönen Kaschmir mit einem Hemd drunter und einen lässigen Bergschuh dazu jetzt von mir aus. Nicht? Oder auch einmal zum Wandern, stilvoll wandern. Nicht? Also man, schauen wir mal, wie viel Plastikbekleidung da durch die Berge bei uns rennt und wie wenig Stil dahinter ist. Und dann schaust du mal Leute an, die mit einer kurzen Lederhosen oder mit einem schönen kurzen Dirndl oder nicht kurz, einem halblangen Dirndl wandern gehen, welches Lebensgefühl damit vermittelt wird. Nicht? Also das hat einen ganz anderen Wert und hat auch eine ganz andere. Man spürt meiner Meinung nach auch das viel mehr, wo man sich bewegt und wie man sich bewegt. Nicht? Und also ich finde, dass man damit auch eine gewisse Flagge zeigen kann, wenn man sich so kleidet und das auch selbstverständlich macht und nicht verkleidet. Nicht? Und ich glaube, dass man damit die Lebensweise aus unserer Kultur aus ein bisschen mehr spüren und ein bisschen weiterleben kann. Absolut. Du hast vorhin gesagt, Oktoberfest, das findet ja heuer zum zweiten Mal nicht statt. Bist du recht traurig, dass das Oktoberfest nicht stattfindet? Natürlich bin ich traurig, aber es war mir vollkommen klar. Es ist jetzt keine Überraschung nicht. Ja. Denn wenn man halt ein bisschen logisch denkt, dann ist es eigentlich klar, dass das also nicht stattfinden kann. Und ich bin der Meinung, wenn das auch einmal das ein oder andere Jahr nicht stattfindet, dann weiß man, wenn es wieder stattfindet, es viel mehr zu schätzen. Und wahrscheinlich lernt das Oktoberfest auch daraus und wird wieder ein Stück weit schöner, um es einmal zu sagen. Also es wird vielleicht nicht mehr so dieser Riesenmassentrubel sein, sondern natürlich, es wird immer noch sehr, sehr viele Leute begeistern, aber halt natürlich wieder mit mehr Qualitätsanspruch. Und das wäre eigentlich vielleicht sogar der positive Effekt daraus, wenn das einfach jetzt zwei Saisonen nicht stattgefunden hat und dann hoffentlich nächstes Jahr dann wieder in gewohntem Maße, aber mit etwas mehr Qualitätshintergrund stattfinden wird. Für den Handel ist es zwar wahrscheinlich ein nicht unbedeutender Event, aber wie du vorhin schon richtig gesagt hast, man bemerkt so diesen, man nennt es eigentlich Alpine Lifestyle, was gehört da dazu? Weil wenn man dein Unternehmen beobachtet, dann ist das jetzt nicht nur rein die Kleidung, sondern es ist so ein Lebensgefühl und es geht so in ganz viele verschiedene Bereiche. Ja, dieser alpine Lifestyle, sage jetzt mal, ist eine Wortfindung, die sehr viel in diese heutige Zeit interpretieren kann, nicht? Ist auch schon sehr viel benutzt worden über die letzten 20 Jahre. Es ist ja ein Wortspiel, das ich erfunden habe vor über 20 Jahren. Es nicht mehr für mich benutze, aber trotz alledem hat es immer noch Bedeutung. Nicht? Es hat ganze Hotelwelten geprägt. Nicht? Es hat ganze Regionen benutzen dieses Wort genauso, benutzen dieses Wortspiel viele, die heute mit wenig Qualitätshintergrund Produkte fertigen und sich damit schmücken. Also, aber es hat viel bewirkt und es hat sehr viel mit dem Gesamtlebenskonzept zu tun, das alpiner Lifestyle. Das heißt Wohnen, Essen, Kleiden, wohin reise ich, wie reise ich genau. Gerade beim Wohnen habt ihr ja wirklich ganz bemerkenswerte Modelle kreiert, also auch für Inneneinrichtung, wo ihr mit dem Leder arbeitet, das hat man jetzt, ich habe es beobachtet jetzt in Pandemiezeiten, dass da natürlich verstärkt mehr Interior sichtbar war. Wie ist da der Trend? Wie kommt es bei den Leuten an? Oder wie ist da die Nachfrage, sage ich jetzt mal? Also wir haben das jetzt natürlich über 10 Jahre jetzt aufgebaut, dieses Thema Home Living, nicht? Mit Möbeln in verschiedensten
Darstellungsformen, nicht? Von Lounge-Möbeln über Sitzmöbel bis hin zu Kissen, Decken und so weiter. Und wir haben das jetzt schon auch, wie wahrscheinlich viele andere auch im Interiorbereich, gemerkt die letzten Monate, dass die Leute mehr Bewusstsein wieder entwickeln für das, was stelle ich mir zu Hause in mein Haus rein, womit möchte ich mich umgeben. Und haben jetzt da also auch sehr, sehr tolle Projekte laufen, die also auch dann jetzt im Laufe dieses Jahres noch realisiert werden. Und haben wir viele Leute gehabt, die gesagt haben, du, ich habe das da und da gesehen und ich hätte jetzt gern für mich zu Hause, für mein Wohnzimmer, die und die Couch. Und da haben wir halt viele, viele positive Erfahrungen gemacht. Und ich glaube auch, dass das in Zukunft ein großes Thema bleiben wird, weil die Leute jetzt gemerkt haben, wie wichtig ist es, dass man zu Hause sich wohlfühlt. Nicht? Und auch in der Gastronomie sieht man immer wieder auch Einrichtungen mit deinem Leder. Genau. Das ist auch ein ganz schöner Trend, weil es natürlich auch zu dem, wie du vorher schon gesagt hast, zu den Konzepten passt, ganze Hotels. Schmücken sich unter diesem Titel des alpinen Lifestyles. Du hast einen anderen Begriff auch noch geprägt. Aber darf ich nur mal was dazu sagen? Der wird dir ins Wort fallen. Also wir haben sogar so weit jetzt schon gegangen, jetzt haben wir die modernste Radiologie in Rosenheim, Alpradiologie, die wurde eben von uns mit unserem Konzept eingerichtet. Nicht? Dann haben wir jetzt auch noch fertig gemacht, ist gestern eröffnet worden sozusagen, nicht? Weil wir ja Corona-bedingt nicht im Dezember öffnen konnten, ist jetzt in Sportgastein hinten, das Valeriehaus, komplett neu gestaltet worden von uns und eingerichtet worden, also ganz eine coole Location. Also wer will, kann sich das dort auch einmal in den beiden Bereichen ganz neu und ganz frisch anschauen, was da also an Interior, an Gedankengut, an Gefühl rein investiert worden ist. Generell bist du im Einsatz eures Leders sehr vielseitig. Also seit einem Jahr gibt es ja auch eine Rumflasche, die mit Leder verkleidet ist. Was ist das für ein Projekt? Das ist auch eine große Leidenschaft. Natürlich sind wir Genussmenschen. Ne? Also, wie gesagt, ich habe vorher schon vom Essen geredet und da gehört natürlich auch das Trinken dazu. Ne? Also, wir wollen einen guten Wein trinken, wir wollen wissen, wo der herkommt. Nicht? Und genauso ist es halt auch mit Spirituosen. Nicht? Also, und Hans Reisebauer, ein sehr alter, guter Freund von mir, einer der besten Brenner, sicher weltweit, nicht? Tom Wallmann, der Dritte im Bunde, einer der besten Marketing- und Uraltfreunde von mir, Marketing-Experte. Und ich habe uns irgendwann einmal darüber Gedanken gemacht, was könnte man machen, das im Spirituosenbereich komplett das Thema auf den Kopf stellt und auch unseren Werten entspricht. Nicht? Und da haben wir vor Jahren dann entschieden, wir machen einen Rum. So. Der Hans ist dann in die große weite Welt rausgefahren und hat sich wirklich dort bei den einzelnen Rum-Destillateuren in Kuba, in Mauritius und so weiter mit dem Thema beschäftigt, ist dann hergegangen, hat die beste Melasse eingekauft und ist dann rangegangen und hat dann angefangen, bei sich zu Hause das Thema zu verarbeiten. Nicht? Und nach vielen Jahren und viel Arbeit haben wir dann den Rum gefunden, den wir für uns, oder gemacht sozusagen, den Rum gemacht, gebrannt, den wir für uns für richtig enthalten und haben das Design drumherum gebaut mit dem Alex Widerin, der ja international sehr bekannt ist, unter anderem für Guerlain die ganzen Parfüms gemacht hat und für Casamigas die Flasche schon gemacht hat. Der hat sich dann auch für das Projekt begeistert und hat also dann also wirklich eine tolle Flasche gemacht dazu. Und jetzt haben wir einen Rum kreiert, der hat ganz neue Werte, keinen Zucker zum Beispiel. Das ist, was ja, glaube ich, auch dem Zeitgeist entspricht. Absolut. Zucker, wissen wir alle, ist jetzt nicht unbedingt gesund, sondern ist eher schädlich. Wir haben einen Rum gemacht, der also 3% Zucker hat. Das ist aber aus den Rotweinfässern, die wir dafür verwenden, wo Schulang will, Rotweinfässer, die also für diesen Rum verwendet werden zum Lagern. Und das ist der Restzucker, der in den Fässern drinnen ist. Also, und alles, was international unter 6% ist, gilt als 0% Zucker. Mhm. Also wir sind also da sicher Vorreiter. Haben wir Design rundherum gebaut und haben ein Produkt drinnen in die Flasche abgefüllt, das einzigartig ist. Nicht? Also sind jetzt mittlerweile nach einem Jahr, und das traue ich mir zu wetten, dass das sicher das schwierigste Jahr war, zu starten in der Gastronomie oder überhaupt im weltweiten Handel, mittlerweile in 12 Ländern zu Hause, nicht? 12 Ländern, wo man unser Produkt auch kaufen kann. Nicht?
Und haben also sehr viel Spaß damit, dieses Produkt zu vermarkten, das Produkt auch zu testen, zu kosten und natürlich auch das ein oder andere Mal zu Hause in Gesellschaft zu trinken. Nicht? Ja, schaut, dass wir keine Kostprobe jetzt da haben. Im Auto hätte ich auch nicht unten. Nicht? Das wollen wir noch auf alle Fälle. Das sind so ganz geile Herzensprojekte, die auf lange Sicht gesehen erfolgreich sein werden. Kurzfristig funktionieren so Dinge nie ganz schnell, weil man einfach, um Qualität nachhaltig zu platzieren, brauchst du einfach deine 2, 3, 4 Jahre. Und wir haben es jetzt innerhalb kürzester Zeit geschafft, wirklich in 12 Länder in den besten Restaurants der Welt zu sein, wirklich in den mindestens 50 besten Restaurants zu Hause zu sein, glaube ich, das kannst du auch beurteilen, marketingmäßig unglaublich gute Bewertungen zu bekommen. Nicht? Also die Weichen sind gestellt und es würde mich freuen, wenn wir auch in Zukunft dann in vielen anderen Ländern noch das Produkt vertreiben können. Nicht? Ja, nein, ist ein ganz tolles Projekt und wirklich sehr gelungen. Man sieht auch, wie vielseitig du bist in deinem unternehmerischen Tun. Und wie du vorher schon gesagt hast, du hast genau dieses Produkt, diesen Rum eingeführt, wahrscheinlich im schwierigsten Jahr, wo man etwas in der Gastronomie überhaupt einführen kann oder Bekleidung im weitesten Sinne, weil man das Leder ja per se universell einsetzen kann. Aber das bringt mich jetzt zu dem letzten Jahr der Pandemie. Wie ist es, ein Generationenunternehmen wie deines, 11. Generation, haben wir vorher schon gesagt, durch so eine Pandemie zu steuern? Naja, ich sage mal, es ist sicherlich nicht ganz einfach, aber ich habe Gott sei Dank den Vorteil, dass wir die letzten 20 oder 30 Jahre sauber gewirtschaftet haben und dass ich letztes Jahr im März relativ, sage jetzt mal, klar gesehen habe, was das nächste Jahr passieren wird. Also ich war mir ganz klar und deswegen überraschen mich viele Dinge einfach nicht. Und wenn du nicht überrascht wirst und dich darauf einstellen kannst, nicht, dann hast du einen anderen Zugang dazu. Nicht? Also mir war das letztes Jahr im März, das habe ich sogar schriftlich festgehalten, sehr kann klar. Kann ich sogar bezeugen. Ich kann mich an ein Gespräch mit dir erinnern, wo du es genauso so skizziert hast. Ja. Das ist richtig, ja. Ich hätte zwar jetzt nicht geglaubt, dass das jetzt noch so Juli, August wird. Ich habe das eher so bis Februar, März habe ich diese große Problematik gesehen. Aber okay, dann soll es jetzt bis Juli, August dauern, aber dann hoffe ich doch, dass wir das Schlimmste oder das Gröbste hinter uns haben und dann auch wieder die Leute auch wieder in eine Normalität kommen und dadurch auch wieder ein gesellschaftliches Leben in einer anderen Form wieder möglich ist. Nicht? Aber wie gesagt, das Unternehmen durchzusteuern, da brauchst du extrem gute Mitarbeiter. Und die haben Gott sei Dank alle super mitgespielt und haben das auch alle sehr viel Verständnis gehabt dafür. Und ohne die wäre es definitiv nicht gegangen. Und wir haben halt Gott sei Dank den Vorteil, dass wir Produkte haben, die eine längere Lebensdauer haben, wie nur eine Saison oder ein Jahr. Und deswegen sind wir da, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Und jetzt geht es auch im Handel wieder, glaube ich, schrittweise vorwärts, also mit dem ganzen Lebensgefühl, wieder den Öffnungen, wird sie da auch wieder mehr tun. Ich weiß, du bist jetzt am Weg zum Beispiel in deinen Salzburger Betrieb, also in den Flagship Store, der 2019 eröffnet wurde. Da trifft man dich auch immer wieder regelmäßig, wenn du nicht gerade in Kirchenschwöring an deinem Hauptproduktionsstandort bist oder in München. Wie zufrieden bist du mit dem Standort in Salzburg? Super. Also wir haben echt total happy, es ist der richtige Platz für uns, also wir fühlen uns da extrem wohl und die Kunden, die uns dort aufsuchen, besuchen, einkaufen kommen, einmal nur auf einen Trink oder auf einen Kaffee vorbeikommen, fühlen sich extrem wohl und ich glaube, das ist ein Long-Term-Run dort, nicht? Also bin überzeugt davon, dass wir uns da noch viele, viele Jahrzehnte wohlfühlen werden, denn das ist so ein Kraftplatz, nicht? Der gut zu uns passt und zu unserer Marke passt und auf lange Sicht gesehen sicher sehr viel Spaß machen wird. Also nicht du hast die Immobilie gefunden, sondern die Immobilie hat dich gefunden. Ja, das kann man so auch sehen. Ja. Ich glaube, dass wir es beide gefunden haben. Ja, ich glaube, dass die Salzburger sehr froh sind über dieses schöne Geschäft. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Das ist wirklich toll und sehenswert. Und also ein bisschen Erlebniswelt, muss man ganz ehrlich sagen. Genau, ja. Und auf jeden Fall sind noch weitere geplant? Ja,
Ja? Ja, ja, klar. Es sind noch weitere geplant. Wir haben auch in der Pandemie in Berlin aufgesperrt zum Beispiel. Mhm. Ne? Mhm. In der Bleibtreustraße, ja, ganz eine spannende Lage. Ne? Mhm. Zwar nicht so groß wie in Salzburg, gerade 80 Quadratmeter, aber kommt super an. Also die Berliner haben das extrem gut aufgenommen und haben da coole Leute drum, die das auch cool verkaufen. Und doch, der Style kommt sehr, sehr gut in Berlin auch an, ja. Das ist sehr interessant, weil vor allem das norddeutsche Lebensgefühl ja nicht unbedingt mit diesem alpinen Lifestyle direkt zusammenpasst. Also umso bemerkenswerter ist es, dass die Kleidung, die ihr entwerft, einfach auch so tragbar ist, dass das jetzt nicht nur im Alpenraum passend ist, sondern wirklich auch in die Stadt passt. Das ist definitiv so, ja. Das ist auch einer unserer großen Vorteile, die wir haben. Wir sind einerseits natürlich auch ein Trachtenhersteller, wenn man so sehen will. Nicht? Wir machen Produkte, die sehr gut in diese Welt passen, und wir machen auch sehr viele Produkte, die sehr gut in viele andere Welten passen. Nicht? Also wir haben ja jetzt in der Krise speziell gemerkt, dass also einfach auch die modischen Themen international unglaublich gut gegangen sind. Nicht? Also dass wir im Ausland in der Zeit, wo Österreich, Deutschland, sage ich jetzt mal, oder Österreich, Bayern, sage ich jetzt mal, relativ trachtenorientiert immer einkaufen, natürlich bedingt durch das, dass keine feste Veranstaltungen stattgefunden haben, natürlich weniger gekauft haben. Nicht? Das hat mich jetzt aber auch nicht überrascht, weil das war mir klar. Was sich aber gezeigt hat, dass heute Amerika, England, Schweden, Norwegen, so diese Länder, die ja früher schon in einer Normalität wieder waren und da gewisse Einzelhandelsschließungen nicht gehabt haben, super in der Mode gearbeitet haben bei uns. Mhm. Also, und dort haben wir echt tolle Erfolge jetzt die letzte Saison auch nochmal gehabt und zeigt auch diese breit aufgestellte Facetten unserer Kollektion, wie wir uns darstellen können. Der Gebirgsstädter. Genau. Der beschreibt es eigentlich ganz gut. Mit den Begrifflichkeiten hast du immer auch irgendwie einen Riecher zeigst dann auch, was es bedeutet, ob Gebirgsstädter, Authentic Luxury, Alpine Lifestyle. Also man sieht, dass du das schon im Kopf hast, schon lange, und diese Dinge einfach reifen und mit der Zeit umgesetzt werden. Und das ist ganz toll. Und wir wünschen auf jeden Fall alles Gute. Und schön, dass du da warst, Markus. War sehr spannend. Und wir sind sehr gespannt, welche weiteren Standorte dann noch entstehen werden, und freuen uns schon drauf. Vielen Dank, Martina. Danke für das tolle Interview und danke den Damen auch für eure Zeit. Ja, ich freue mich, wiederzukommen. Ja, sehr gern, immer wieder. Gut, klar. Dankeschön. Danke.